Action! Ja, guten Tag, Herr Henrich Pillemann hier, dem Sender Freies Underground. Wir wollen natürlich wissen hier von Andi Arbeit hier im Studio, wie es dazu gekommen hat, dass er das kleinste Theater der Welt gekriegt hat. Andi Arbeit, bitte. Also, ja, also, es kam so. Erstmal bin ich vor langer Zeit aus dem Ei geschlüpft. Aha. Und dann habe ich erstmal angefangen zu rauchen. Und da habe ich sehr viel nachgedacht. Ja, kennt ihr vielleicht. Und, ja. Ja. Und daraufhin habe ich mir dann gedacht, dass das ist wohl. Ich will Theater machen. Theater, ja. Und weil groß ja alle können, wollte ich das kleinste Theater der Welt aufmachen. Das Klimbimborium. Ist denn das ein Theater nur für Menschen oder auch für Puppen und Tiere oder nur für Tiere und für nicht für Menschen oder für Menschen, die aussehen wie Tiere oder für was? Also das ist ein Konzept. Das Konzept ist, wir haben kein Konzept erstmal. Aha. Und das Konzept kommt daher, dass, ja, genau.